Meisterkoch Stefan Wiesner probiert die Zutaten für seine Spitzenmenüs. Heu, Holz und Holzkohle. Die frischen Zutaten besorgt Stefan Wiesner alle selbst. Für die Forelle in Parfümöl muss er ins Sägewerk. Ich mache zuerst aus dem Öl ein Parfüm und da ist der Bestandteil ist Holz. Beim Bauern kauft er frisches Heu, sogenanntes Emd. Emd ist zweiter Schnitt. Der ist nicht so holzig, der ist feiner, also ist eher süßlicher. Aus diesem machen wir vorwiegend Suppe. Als Delikatesse gilt auch Stefan Wiesners Holzkohlesenf. Kohle bindet Giftstoffe, ist sehr, sehr gesund. In den Schweizer Bächen findet Wiesner das Gold für seine Dessertkreationen. Und bei diesem Dessert ist wirklich Gold, was glänzt. Herzlich willkommen, Stefan Wiesner. Herr Wiesner, Sie haben einen Händedruck wie ein Waldarbeiter, so als hätten Sie gerade eben noch mit der Motorsäge gearbeitet. Ja, das kommt von der Käseplatte. Ich muss jeden Abend die Käseplatte vom Keller hochtragen und wieder runtertragen. Und die ist etwa 50, 60 Kilo zu zweit. Und das ist dann sozusagen Ihr Muskeltraining? Richtig, genau, täglich. Sie sind einer der berühmtesten Köche der Schweiz und eigentlich durch Ihre Kreativität aufgefallen in der ganzen Welt. Sie machen Sachen, die vorher kein anderer gemacht hat. Richtig. Wo sind Sie stationiert? Also wir wohnen zwischen Luzern und Bern im Entlebuch und das ist ein Biosphärenreservat. Und ja, da bin ich auch aufgewachsen. Das ist das einzige Biosphärenreservat in der Schweiz, was von der UNESCO anerkannt ist. Ja, genau. Und Sie haben mir erzählt, Sie haben mal das Buch Das Parfüm von Süßkind gelesen. Genau. Und haben da sozusagen den Mann kennengelernt, der verrückt war nach neuen Düften. Genau. Und Sie sagen jetzt, ich bin verrückt nach neuem Geschmack. Ja, das ist so, ja. Also wie er durch die Welt ging oder was er wahrgenommen hat, sei es nur ein Apfel, der gefault hat oder das Blatt oder wie auch immer, das hat mich sehr fasziniert. Und Süßkind. Der Süßkind hat auch mit Ölen und mit Fetten gearbeitet, wie Sie ja wissen. Und wann fing das denn bei Ihnen an, dass Sie solche Ausflüge in die Gourmetküche machen, die so ungewöhnlich sind? Es fing an vielleicht etwa vor 20 Jahren. Und die Geschichte war eigentlich, wir hatten eine Scheune hinter dem Haus und da hatten wir Party. Und da haben wir, dass der Boden nicht so kalt war, Schnitzel gestreut. Und das hat so fein gerochen, dass ich dann die Schnitzel genommen habe und gekocht habe. Und also Sie haben Holzschnitzel gestreut, genau, um den Weg weicher zu machen. Genau, und auch, dass es nicht so kalt war. Und dann beim Holzschnitzel machen haben Sie festgestellt, es gibt unterschiedliche Gerüche, unterschiedliche Geschmäcker. Das ist so. Eigentlich Holz ist Vanillin und da habe ich nicht gewusst, aber es ist ja eigentlich logisch, Weine werden ja auch in Barrique-Fässer gelagert und der Barrique gibt wieder die gewissen Vanillenote dazu. Also überall da, wo Sie das Gefühl haben, das probiere ich jetzt mal aus, haben Sie was gekocht und das auch alles selbst probiert? Genau, genau. Haben Sie ja vorher manchmal einen Arzt gefragt? Ja. Eigentlich intuitiv, also mache ich eigentlich das Richtige. Ich nehme eigentlich das, was eigentlich, ich nehme es ins Maul und wenn es mir schmeckt, dann ist es in Ordnung und ansonsten geht es wieder raus. Also was er so nett beschreibt hier mit ich nehme es ins Maul, ist belohnt worden. Er hat 17 Punkte im Gourmillot, Sie haben einen Stern im Guide Michelin. Genau, Und die Gourmillot-Punkte, die man Ihnen angeboten hatte am Anfang, die wollten Sie gar nicht haben und haben denen einen Brief geschrieben, behaltet eure Punkte. Ja, genau. Es war um 94. Da kriegten wir 12 Punkte und dann haben wir die eigentlich wieder zurückgegeben und haben gesagt, wir möchten die nicht haben. Ein paar Tage später haben wir gesagt, ja, könnte doch noch passen.
und haben wieder geschrieben, wir nehmen sie jetzt trotzdem. Was haben Sie mir hier alles hergestellt? Das sieht so aus wie eine Landschaftsbeschreibung aus dem Biotop, in dem Sie leben. Ja, das ist so ein kleiner Auszug. Ich muss natürlich sagen, habe viele Ansätze. Ich habe vorher Skriabin gesagt, das ist ein Komponist. Und so mache ich auch aus der Musik. Ich mache die Bienen, Alphorn, Elemente oder auch keltische Sachen. Das da ist eine Zirbel, oder bei uns sagt man Arfe. Und die Arfe ist die Königin der Berge. Und auch im Kelten ist es die Mutter der Weisheit. Der Arfenbaum oder die Zirbel, das Holz, das riecht jahrhundertelang und ist ein wunderbar schmeckendes Holz. Auch man sagt, man schläft sehr gut, wenn man in einem Raum ist, wo die Zirbel ist oder getäfert ist. Aber wie bereiten Sie jetzt dieses Holz zu? Machen Sie daraus einen Schnitzel oder Kartoffelsalat? Ja, also zum Beispiel aus den Bäumen, generell aus den Bäumen ist es so, die Nadeln zum Beispiel, die kann man natürlich marinieren, zum Beispiel ein Stück Käse, dann die Nadeln oben auf, vakuumieren und dann vielleicht 3 Wochen und dann schmeckt der Käse wunderbar nach den Nadeln. Man kann sie aber auch destillieren und dann gibt es natürlich Essenzen. Mit den Essenzen kann man wieder Suppe machen, Eis herstellen und so weiter. Dann, und was haben Sie da in den Gläsern alles drin? Ja, da ist zum Beispiel Sägemehl, das wird mit der Motorsäge längs geschnitten, so gibt es wie eine Wolle. Kann man damit Moment. Das heißt, die Art, wie Sie schneiden, hat schon Einfluss auf den Geschmack? Nicht unbedingt, aber praktisch ist es, wenn ich längs schneide, den Baum nach, dann gibt es Wolle. Schneide ich quer, gibt es Mehl. Mhm. Und das ist zum Beispiel Wolle. Das zünde ich an und dann kann man mit dem räuchern. Wenn bei einem Sägewerk zum Beispiel die geschnitten wird, gibt es Staub. Und aus dem Staub kann man wieder backen und kann ein Teil Mehl nachher Staub nehmen. Die Kerne kann man wieder eine Pesto herstellen oder man kann es mit Schokoladen mischen. Dann die Asche, das ist früher hat man auch zum Beispiel Ziegenkäse veraschert, damit das eigentlich das Ungeziefer nicht daran ging und auch zum Zähneputzen und so weiter. Und für mich ist das natürlich auch ein spagyrisches Gedankengut, das ist eigentlich ein komplettes Denken. Das heißt, die Asche ist wieder die Mineralität und die führe ich wieder zurück. Wie viele Plätze haben Sie in Ihrem Restaurant? Ich habe 30. 30 nur? 30, ja. Und das ist das Rössli? Ja, genau. Das schon Ihre Eltern geführt haben? Genau. Und ab wann haben die Eltern gemerkt, der Junge wird nicht so, wie wir das wollen? Ja. Ja, das ist, ja. Ich war als Kind immer draußen. Ich habe immer Indianer und Cowboy gespielt. Und ich habe immer draußen die Suppen gekocht. Und die Natur war für mich sehr, sehr schön. Ich habe auch eine Hütte gebaut und so wie eine Robinson-Hütte gehabt und habe auch dort immer gelebt und geschlafen, dort ab und zu. Und da ich dann in den Militärdienst kam in der Schweiz, da hat es mir nicht mehr so Spaß gemacht, mit dem Gewehr zu schießen. Und da gab es ja auch immer diese harten Kekse, die man nicht runterkriegt. Ja, ne? Genau. Ja. Dafür die Schokolade war gut. Sie haben hier ein Buch herausgebracht, den Wiesner, avantgardistische Naturküche. Ich will mal nur sagen, was da so im Inhaltsverzeichnis alles drinsteht. Also Gesang der Bäume, Zerrunnos der Gehörnte, die Wurst, La Primavera, Ruf der Elfen, Morgengeflüster, Paracelsus. Und es sind tolle Bilder, wie Sie in der Natur sozusagen Ihre Zutaten pflücken. Ihre Frau sagt, mein Mann ist verrückt. Das stimmt. Und trotzdem kommen die Menschen aus der ganzen Welt und wollen einen dieser 30 Plätze haben. Ich glaube, man braucht 3 Monate Vorreservierung, um am Samstag bei Ihnen essen zu können. Genau, das stimmt. Was kostet so ein Essen? Das ist 165 Franken, das ist etwa 140 Euro.
Und das besteht dann aus wie vielen Gängen? Ja, das gibt dann schon Käse und 6 Gänge und es gibt dann noch Kaffee, Kuchen und Pralinen und alles so. Und haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass das, was Sie auf den Tisch stellen, hinterher eine bestimmte Wirkung hat? Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich frage die Leute auch nicht immer. Es gibt Komplimente, die mir sehr nahe gehen. Und, ganz genau weiß ich es nicht. Und was würden Sie mir jetzt empfehlen? Was könnte ich denn mal probieren von dem, was Sie dahingestellt haben? Also ich habe da natürlich den Arven-Senf. Also Senf aus dem Baum die Arve. Genau. Ist gut. Das schmeckt sensationell. Ja, das weiß ich. Aber das schmeckt auch so schön süß. Ja, das ist mit Milch, die Milch also reduziert. Könnte ich den ganzen Topf jetzt ausessen? Ja. Da habe ich einen Senf, der ist aus Kohle gemacht. Aus Kohle? Kohle, ja. Aha. Kohle. Das soll ja bei manchen Magenkrankheiten wirken. Richtig, ja. Das ist auch sehr gesund, desinfizierend und haben wir genug im Entlebuch. Jetzt haben Sie ja diese Töpfchen aufgemacht. Die machen Sie doch nachher nicht wieder zu, oder? Nee, dann können Weil, Sie dann probieren. Können wir die mal im Publikum rumgehen lassen? Ja, also, ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, das schmeckt sensationell. Das sind 3 Sterne im Gietnischnapp. Danke. Und was ist das Schwarze hier vorne? Das Schwarze ist die Erde, Torferde. Und die steche ich eigentlich 1 Meter unter dem Boden im Torf. Und da ist eigentlich alles tot. Und so kann man die eigentlich mit Zucker, ein bisschen Fleur de Sel rein. Darf ich da nochmal dran? Ja, ich mache Ihnen so eine Praline sonst noch. Und das wie isst man jetzt bei Ihnen? Kriegt man das auf Tellern serviert? Ja. Ich mache mal so und dann noch ein bisschen Schokolade. Wenn mir einer gesagt hätte, dass ich mal in meiner Sendung Abendessen kann. So. Aber Sie dürfen mich alle beneiden, weil es schmeckt sensationell. So, und dann noch ein paar Arvenkerne dazu. Und das wird dann bei Ihnen auch so ähnlich serviert? Ja. Ich muss natürlich schon sagen, dass ich habe jetzt natürlich meine extremsten Sachen dabei. Und es ist natürlich, es gibt auch noch Fleisch und Gemüse auch noch und solche Sachen. Nein. Herr Wiesner, ich bin Ihr Fan. Danke. Vor allen Dingen in Ihrem Hut erinnern Sie mich so an einen berühmten deutschen Künstler, der hieß Josef Beuys. Ja. Der war auch mal sehr ungewöhnlich. Ja. Und wie kommen Sie denn mit Ihren Sternekollegen zurecht? In Weyersbronn zum Beispiel, da sind ja 9 Sterne oder 8. Ja, die sind super, ja. Hut ab. Und da gehen Sie auch manchmal essen? Nein, ich war leider noch nie dort. Aber stimmt es denn, dass es jetzt schon Köche gibt, auch im Ausland, die Sie nachmachen? Ja, das ist immer so heikel zu sagen, wer war zuerst da. Ich muss zwar sagen, die nordische Küche wird ja manifestiert und ist einer der besten für mich, weil die doch naturnah kochen, die neue Regionalküche vertreten. Aber ich muss schon sagen, ich bin halt schon vorher, habe ich mit dem angefangen und werde dann jetzt halt verglichen damit. Also ich hoffe, dass Sie ganz lange gesund bleiben. Danke. Und auf so tolle Ideen kommen. Und bei Ihnen kann man auch normales Fleisch essen und auch ganz normale Sachen. Und eine Bratwurst und wir machen das selber. Ich mache auch Salami selber, Rohschinken. Eigentlich von Grund auf wird alles hausgemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Danke vielmals. Und sagen Sie Ihrer Frau einen schönen Gruß. Die muss nicht immer recht haben. Danke. Das ist Stefan Wiesner. Dankeschön. Danke.